Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich den Olli. Salü! Und der Olli, der macht Wodka, aber nicht nur etwa so ein Wodka, sondern in diesem Fall einen Barrique-Wodka. Also Wodka, den wir in Barrique-Fässern ausbauen. Und das Besondere an der Barrique ist, dass sie vorher immer dreimal mit Hamburger Rotspuren belegt waren. Also mit einem Cuvée aus Grenache und Syrah. Also Wodka in den Weinfass gefüllt, auf Deutsch. Genau. In meiner Sprache. Ganz genau. Finde ich spannend. Ich würde dich bitten, schenk uns doch mal einen kleinen ein. Es ist auch deutlich nach 12, also von daher die beste Zeit, um mal einen kleinen Schnaps zu trinken. Ist tatsächlich die erste Flasche aus der aktuellen Batch, die wir jetzt gefüllt haben, die ich in dieser Form auch noch nicht probiert habe. Also tatsächlich etwas ganz Besonderes. Ja. Das ist auch der beste Einstieg für so einen lustigen Nachmittag. Für so ein kleines Koch-Opening? Idealerweise lässt man ihn einen kleinen Moment im Glas, damit er erstmal ein bisschen atmen kann. Aber okay, dann lass ihn atmen, ne? Weil jetzt kommen wir überhaupt zur Aufgabe. Wir haben wie immer 15 Minuten Zeit, 5 Lebensmittel. Können wir das mit verkochen oder trinkt man das nur? Nee, das wäre ideal. Ich glaube, du machst ja eh ein Dessert, das wäre wunderbar. Also ich glaube, so ein Schüsschen Barrique hat ja eine ähnliche Aromatik wie so ein Rum. Ja. Pass. Ich habe mir Folgendes überlegt, ich habe jetzt keinen Bock, darüber zu reden, was wir alles beides machen in unserem schönen Leben. Also nicht, dass wir das nicht voneinander wissen. Ich habe hier Themen aufgeschrieben. Und je nachdem, was du ziehst, darüber reden wir. Okay. Gut. So ein bisschen wie so ein Virgin Cookie. Lieferdienst, essen gehen, selber kochen. Das sind ja erstmal relativ unverfängliche Themen, also ich finde, das ist in der heutigen Zeit ein sehr spannendes Thema. Es hätte schlimmer kommen können. Ich war eben so ein bisschen nervös, aber so, ich würde sagen, ich drücke jetzt hier einfach mal den Startknopf. Okay. Es gibt Apfelpfannkuchen mit Salzkaramell und Zimteis. Wobei das Zimteis ist fix und fertig. Go. Bin gespannt. Okay. Oh. Jetzt. So, was brauche ich? Ich bin auch nervös. Okay. So, als allererstes brauchen wir eine Schüssel. Da machen wir ein bisschen Mehl rein. So. Weißt du, was ich am erstaunlichsten finde? Wir haben ja quasi Oktober und sitzen hier am Nachmittag bei euch ja bei schönstem Hamburger Wetter draußen. Ja. Während du uns hier ein leckeres Dessert machst. Ja. Ne? Normalerweise würde man ja denken, man müsste jetzt hier eine Daunenjacke anziehen und hätte die Wintermütze auf, aber du, es ist immer noch spätsommerlich. Und je interessanter die Gäste, desto schöner das Wetter. Oh, schön, das hast du ganz toll gesagt. So, hier machen wir jetzt mal einen kleinen Schluck Milch ran. Okay. Dann hätte ich normalerweise irgendwo einen Schneebesen, den habe ich hier. Und das muss man jetzt schon mal so ein bisschen rühren, damit sich Mehl und Milch miteinander verbindet. Das sogenannte Klebereiweiß muss ich aufbauen. Klebereiweiß, okay. Klebereiweiß, hört sich nicht ganz so schön an, aber habe ich mal so gehört. Und in der Zwischenzeit haue ich jetzt mal ein bisschen Zucker in den Topf und du erzählst mir, wann du das letzte Mal einen Lieferdienst hier bestellt hast und vor allen Dingen was. Oh je, Lieferdienste. Ich muss gestehen, das ist eigentlich gar nicht so meine Abteilung. Denn ja, es ist doch immer sehr ernüchternd, denn das kommt dann doch immer nicht so an, wie man sich das eigentlich vorstellt. Das ist insbesondere bei einer Pizza oder auch anderen Dingen. Was ich ganz, ganz nice finde manchmal mittags, ist, sich einen Salat kommen zu lassen. Das funktioniert ganz gut. Von wem bestellst du? Wie heißt das denn? Stadtsalat? Stadtsalat? Es gibt Stadtsalat. Ja, Stadtsalat gibt es, genau. Die machen das ganz lecker. Das kommt dann auch wirklich so an, wie man sich das vorstellt, mit leckeren Soßen und wunderbar abgepackt eben. Da hast du auch nicht das Gefühl, dass das schon 3 Stunden in der Küche stand, sondern relativ frisch zubereitet ist. Also das ist wirklich ein ganz gutes Konzept. Ansonsten, wie gesagt, ist es eher nicht so meine Abteilung. Okay. Und wann hast du das letzte Mal gekocht? Gute Frage. Das ist tatsächlich auch schon ein paar Wochen her, obwohl ich, muss ich zu meiner Ehrenrettung sagen, wahnsinnig gerne koche.
Natürlich nicht auf dem Niveau, uns das jetzt hier präsentierst. Das ist ich mache einen Apfelpfannkuchen. Das wäre jetzt auch vermessen, aber ich koche tatsächlich wahnsinnig gerne. Ist allerdings auch eher so ein Thema für die kalte Jahreszeit. Ne? Weil im Sommer, wer steht da schon gern zu Hause am Herd? Da bin ich eher draußen oder sitze am Wasser, keine Ahnung. Genau, aber ich koche eigentlich schon sehr gerne und deshalb würde ich sagen, perspektivisch, also ab sofort wieder. Okay, ich verstehe. Also mein Verhalten, also ich habe von diesen Themen, habe ich alle drei Themen ganz gern. Ja. Also ich koche natürlich wahnsinnig gern, ich gehe auch gerne essen und ich bestelle mir auch ganz gern. Und tatsächlich bestelle ich mir am meisten Pizza, weil ich da was mit meiner Kindheit verbinde. Aha, okay. Als Kind war Pizza essen, Pizza bestellt immer was ganz Großes, wenn der Pizzadienst dann so gekommen ist. Ja, und es gibt leider bei mir auch immer nur eine Pizza, die stelle ich mir selber zusammen mit Brokkoli, Jalapeno, Zwiebelring und halte ich fest, ganz pervers, so fertige Soße Hollandaise und Mozzarella-Kugel. Oh, das hört sich leider schlimm an. Ist eine richtige Bombe, puh, aber macht auch richtig Spaß. So, ganz kurz, guck mal, ich habe hier schon mal Zucker reingemacht. Ja, okay, der karamellisiert jetzt. Der muss jetzt karamellisieren. Okay. So, dann mache ich jetzt mal eine Prise Salz ran. Warum? Wieso Salz in den Zucker? Weil wir ein Salzkaramell machen. Okay. Also wenn wir jetzt natürlich hier so flöterig Meersalz hätten, was wir nicht haben, dann könnte man das mit Fleur de Sel nennen. Weil Karamell mit Jodsalz klingt halt irgendwie nicht so sexy, ne? Das stimmt. Aber schmeckt es genauso. Hier habe ich jetzt ein Ei reingeschlagen, ein bisschen Backpulver. Und dann würde ich mir jetzt hier mal erlauben, so ein kleines Unbedingt. Tröpfchen. Ja, ja. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ich meine, Wodka ist ja sonst eher so ein bisschen neutraler. Deshalb wird da wahrscheinlich am Ende nicht so viel ankommen. Aber dadurch, dass der Wodka in diesem Fall ja so ganz ausgeprägte Fassaromen hat und auch leichte Rotweinnoten, wird man das mit Sicherheit auch in dem Teig nachher schmecken. Okay. So, die Zeit müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Okay, wir haben noch 10 Minuten, dann würde ich sagen, wir prosten ja, jetzt mal. Ja, ich glaube, nee, ist jetzt soweit. Ich denke, das kann man jetzt guten Gewissens machen. Oh, also, geruchstechnisch? Also, eine ganz spannende Aromatik, ne? Also ganz, gar nicht das, was man eigentlich so mit Wodka verbindet. Hammer! Der geht runter wie Öl, würde ich sagen wollen. Lustigerweise ist tatsächlich jede Batch immer so ein bisschen anders und auch jedes Fass ist natürlich auch immer etwas anders, obgleich wir mit dem gleichen Fasstyp nehmen, aber das ist eigentlich wie bei einem Wein. In diesem Fall ist ja tatsächlich ist die Weinnote sehr ausgeprägt, muss ich gerade feststellen, also viel ausgeprägter als die Barriquenote, was ich aber ganz schön finde, denn das ist ja auch unser Thema. Ja. Lustig, auch die Farbe ist so ein bisschen anders als bei der So, mir wäre jetzt beinahe der Karamell angebrannt, weil ich dir so zugehört habe. Ja. Ich habe es aber noch irgendwie retten können. Jetzt habe ich einfach mal einen Schuss Sahne drauf geschüttet. Okay. Ja. Also hier ist jetzt nichts drin. Zucker, bisschen Salz, karamellisieren lassen, Sahne drauf. Das Ganze kocht jetzt ein, es wird die Soße und das ist fertig. Es riecht auf jeden Fall wahnsinnig lecker. Mhm. Okay. So, dann brauchen wir natürlich, um einen Pfannkuchen zu machen, eine Pfanne, den Apfel. Den brate ich ganz kurz an und dann hast du zufällig ein Feuerzeug einstecken. Nee, ich rauche ja nicht. Also als Gentleman hat man natürlich dennoch ein Streichhölzer. Streichhölzer dabei habe ich aber nicht. Ist nicht dein Ernst. Obwohl wir ja heute ein Date haben, aber. Ja. Naja, wir haben ja so ein kleines Kochdate, dafür haben wir uns verabredet. Das stimmt. Ich wusste nicht, dass wir rauchen, aber. Nee, ich habe jetzt hier einfach den Wodka so ein bisschen verkocht. Ja. So ein bisschen mal flambiert, um so ein bisschen Action zu zeigen. Oh, geil. Aber gut, was nicht ist, das kann ja noch werden. Da ich hier nebenbei so ein bisschen auf deinen Zettel luke, essen gehen. Aber essen gehen ist dann schon auch deine Abteilung, oder? Ja, ich gehe essen tatsächlich. Dann muss es aber irgendwie so was Geiles sein. Aber ist das denn für dich dann eher so Inspiration, um Neues zu entdecken? Oder einfach nur mal eben nicht kochen müssen und selber genießen? Oder? Das ist eine interessante Frage. Für mich ist das tatsächlich, ich gehe essen. Und alle Leute, die dann immer so sagen, Johannes, und nimmst du denn irgendwas mit? Und also auch ich muss mal Freizeit haben. Klar. Wenn ich natürlich jetzt was entdecke, wo ich sage, geil, so habe ich auch noch nicht gesehen, dann nehme ich das natürlich mit nach Hause und probiere das natürlich auch aus. Wäre ja blöd, wenn nicht. Das stimmt.
Ja, ich persönlich finde Essen gehen ein ganz spannendes Thema, wobei ich Hamburg da durchaus nicht ganz so einfach ist. Also man entdeckt hier, finde ich, relativ selten Ungewöhnliches. Das finde ich, aber das ist ja eher so eine Geschmackssache. Ich finde es fast spannender, mal in so einer Stadt wie Berlin wegzugehen. Das ist jedes Mal so, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass man irgendwas Neues entdeckt und auch ein viel größeres Aha-Erlebnis hat. Ja. Das ist hier immer so ein bisschen normaler, sagen wir mal. Aber grundsätzlich finde ich Essen gehen ganz spannend. Meinst du, es ist so Standard in Hamburg, oder? Ich weiß es nicht, aber es gibt halt, ich habe das Gefühl, es gibt wenig außergewöhnliche Konzepte. Also du kommst dann, auch wenn Läden neu aufmachen, du kommst da rein und denkst so, ja, erstmal Interieur, alles hübsch und sehr hanseatisch, aber nie so, dass du so komplett geflasht bist oder selten. Da gebe ich dir recht. Wobei es gibt so das ein oder andere Konzept, wo ich sage, gefällt mir. Was so aus den Bohnen schießt, sind Burgerläden, Hotdogläden. Spannendes Konzept, aber da gehst du ja nicht essen, ist jetzt tatsächlich Stadtsalat. Zum Bestellen finde ich das mega gut. Ja. Und was ich aber ganz sexy finde, ist das Tiger Con Leche. Con Leche de Tiger in Ottensen. Das kenne ich gar nicht, okay. Das kann ich dir empfehlen. Lateinamerikanische Küche. Oh wow, okay. Also das schmeckt tatsächlich so, wie wenn du unterwegs in der Welt bist. Von Jufka Pommes bis hin zu leckeren Wassermelonsalat mit ziemlich viel Säure. Also wir haben schon eine sehr, sehr verrückte Küche. Mhm. So, dann sollte ich das auf jeden Fall mal testen. Also das kann ich dir nur empfehlen. Und was war dein schlechtestes Essen, was du dir je bestellt hast? Das schlechteste Essen? Ja. Ich glaube, es war asiatisch. Ich weiß gar nicht mehr, von welchem Lieferdienst, aber das war eine Katastrophe. Das schmeckte... Das war, ja, fad und irgendwie zusammengemanscht und das hatte so gar nichts von dem, was man eigentlich mit frischem asiatischem Essen erwartet. Mhm. So, jetzt ist ja aber auch genug Karamellsoße drauf. Ich finde, zu einem ordentlichen Wodka gehört auch ordentlich Süße. Kann man machen, oder? Ja, ist auch reichlich von auf dem Teller, aber ist extrem lecker, du siehst. Ich bin gut dabei. Mhm. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, Nachkochen, wenn ihr Lust habt auf einen ordentlichen Wodka. Check erstmal aus, Basic kann ich nur empfehlen, also nur, weil ich den Olli auch so mag. Und wir sind raus.